Spielabbruch, wo ist der Rummenigge? Stadionrunde, Ball anhalten. Da ist auch so eine gewisse Frusthitzigkeit drin. Die Leidenschaft, die Spiele drehen, kann uns allen Freude machen. Die Leidenschaft, wer ein Teil davon sein will und frei, immer dabei. Was ein Drecksball, Baumann, was ein Scheißball. Auf geht's! Die ganze Gegenbühne springt auf, das ist geil. Der Einwurf war kurz vor beschissen.
ist zum dritten Mal an, jetzt der Elfmeter, zum dritten Mal. Guck mal, die VfB-Spieler verstehen die Welt nicht. Die verstehen die Welt nicht. Das ist eine scheiße DFB. Scheiße, scheiße DFB. Die VfB-Spieler kann es nicht fassen. Ja! Fürs Erste. Ja, fürs Erste. War wenigstens der verkackte Punkt, Mann. So ein Saupreis! Warum mach ich so eiskalt wie Leverkusen? So eiskalt wie Leverkusen! Noch ernüchternd, aber immer in den Punkt. Naja, wie gesagt. Wir warten noch so. Gibt's uns so viel? Ole, 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 wir sind immer für da. Oh, was bist du da? Gibt's uns so Leben? Gibt's uns so viel? Komm dran, Jungs, komm. Für die Moral. Ja, immerhin noch ein 1:1 gegen die TSG Hoffenheim. Ich glaube, das Wort immerhin passe ganz gut, wenn man es auch so ein bisschen, sag mal, sich immer auslegen oder sich selber auslegen kann, wie man es will, interpretieren kann, wie man will, ob man drüber ist, wenn man sagt, immerhin ein Punkt, ob man genau richtig liegt, ob man drunter ist, mit immerhin so als Einschätzung. Habe es ein paar Stichpunkte vor mir, ist jetzt schon länger als ein Tag her das Spiel und so viel zu reden gab es ja auch nicht, wie es schon ein paar Mal mehr gab bei manchen Spielen, aber bei dem Spiel nicht wirklich, bei so einem 1:1. Wie immer gegen Hoffenheim, sag mal so, oder auch ja, gegen solche Vereine, sag ich mal, ist der Start der Blick auf den Auswärtsblock und der ja, war ein bisschen traurig. Also klar, Sonntag 19:30 ist nicht die geilste Anschlusszeit, aber das höre ich mir halt von Union Berlin an oder sowas, die wirklich einen ewig weiten Weg hier runter haben. Was sind das, 80 Kilometer Distanz oder sowas, und dann kommen 1000 Leute hin, obwohl irgendwie wahrscheinlich wieder 6000 reingepasst, 5.500, 6000, und dann kommen 1000 davon. Das ist einfach schwach und damit meine ich spezifisch nicht diese 1000, die im Stadion waren, weil die waren ja wenigstens da, ne? Aber dass da eben nicht mehr geht, ist ja nichts Neues, aber bleibt einfach schwach. Und auch schwach und so ein bisschen uninspiriert oder nicht inspiriert genug, nehmen wir den Übergang mal, war halt das VfB-Spiel. Das muss man auch sagen, es war nicht inspiriert genug, es war nicht clever genug, nicht frisch genug, um hier mehr als diesen Punkt mitzunehmen. Der war am Ende des Tages hoch verdient, der Punkt, ne? Das ist wirklich ein Unentschieden-Spiel gewesen. Hat sich keine Mannschaft irgendwas erarbeitet, um da einen Sieg mitzunehmen. Also klar, wir hatten wieder ein bisschen Überhand und wie gegen, so ein bisschen wie gegen Prag halt, viel angelaufen, mehr vom Ball, bla bla bla. Aber es ist ein Unentschieden, das geht, glaube ich, völlig in Ordnung. War auch hoch verdient am Ende des Tages, auch wenn es nochmal dramatisch wurde am Ende mit dem Elfmeter und Last-Minute-Effekt und so Geschichten. Ne? Aber es war halt, ja, wieder nicht die Lücken gefunden. Wieder gegen tiefstehenden Gegner Probleme gehabt, gegen Prag ja auch schon. Da tun sich die meisten Mannschaften schwer, weil wenn du gegen irgendeine 6er, 7er Kette am Ende spielst, weil die hier das 0-1 irgendwie heimbunkern wollen oder bei Prag das 1-1 heimbunkern wollen, tut sich jede Mannschaft schwer. Und dann hast du halt mal Tage, da läuft es, da hast du diese eine zündende Idee, diesen einen Geniestreich, am nächsten Tag halt nicht mehr, am nächsten Spieltag halt nicht mehr. Deswegen
Da musst du schon langsam anfangen, ein bisschen Lösungen zu finden, weil vielleicht haben das jetzt einige Mannschaften gelernt mittlerweile, wie man da vielleicht zumindest mal einen Punkt abzwacken kann in VfB, zumindest schlagen. Aktuell kann man es somit noch nicht. Und auch, ja, wie gesagt, weder Prag noch Wolfsburg, die sowieso nicht, aber auch nicht Hoffenheim, hätten sie es verdient mit der Art und Weise und über 90 Minuten gesehen, uns zu schlagen damit. Aber sie haben ja zumindest immer die Punkte abgezwackt oder einen in dem Fall mit dem Remis. Da muss er vielleicht ein bisschen kreativer werden oder andere Lösungen finden. Bin ich sehr gespannt, wie man sich darauf einstellt als Hoeneß, als Mannschaft und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, auch da jetzt gar keine grundlegende Kritik oder sowas passiert halt mal. Du kannst nicht jeden Gegner hier dominieren. Du kannst dich immer ein 5-1 gegen Dortmund abfeuern beispielsweise. Mal läuft es besser, mal läuft es schlechter. Und auch das muss ich wieder sagen, die Moral ist ja da. Die Moral ist da. 1-1 in Wolfsburg sehr spät. Wie gesagt, wenn es da ein bisschen anders läuft, dann gewinnst du es vermutlich auch noch. Jetzt gegen Hoffenheim den Punkt noch geholt, der auch hoch verdient war, aber eben auch für Last Minute und dramamäßig. Klare Handspielelfmeter, würde ich behaupten. Kann man nicht anders entscheiden, das Ding. Und dann wieder ein Thema. Haben wir ein kleines Elfmeterproblem? Haben wir vielleicht so ein bisschen noch nicht ganz den sicheren Schützen gefunden, seitdem Guirassy hier weg ist? Weil Mio erst im Nachtreten, im Nachschuss quasi, Demiric erst im Nachschuss. Gut, Karasor getroffen in Ulm, in Ulm, das war nicht in Ulm, in Preußen Münster, so. Gegen Ulm ist das Testspiel am Donnerstag, vielleicht glaube ich deswegen Ulm im Kopf, wo man ja auch sagen muss, ne, Thema Training und Thema Ideen finden und ja, neue Taktiken besprechen. Ist eine andere Nummer diese Saison oder jetzt aktuell eine andere Nummer. Du hast sechs Leute alleine, die bei Deutschland spielen, was der größte Block von allen ist. Bayern 3, Leverkusen 3, das ist ein Zeichen von Qualität und ist ein super geiles Zeichen. Ne? Andererseits natürlich, wenn du jetzt, glaube ich, insgesamt mit Simon eingerechnet 14 Leute unterwegs hast, da ist halt nicht viel mit Einspielen, irgendwie, ja, die Pause richtig nutzen. Ne? Ich glaube, ich verstehe, was ich meine, weil die alle eh weg sind. So. Also die Pausen konnte man, glaube ich, mal besser nutzen, als wir noch nicht so viele Nationalspieler haben. Ist so ein bisschen, ja, einerseits geil, andererseits ein bisschen schade. Und danach geht es ja auch richtig saftig weiter. München auswärts, Turin auswärts. Sind wir auch da bei einer brutal geilen Statistik oder ja, einerseits geil, andererseits natürlich gucken, dass sie nicht noch schlechter wird, aber sie könnte vielleicht schlechter werden. Drei Sieglosspiele am Stück haben wir aktuell und das ist die schlechteste Serie, also ohne Siegserie unter Hoeneß. Drei Stück, drei geschissene Spiele und die haben alle nicht verloren. Ne? Das waren ja alles drei Unentschieden: Wolfsburg, Prag, Hoffenheim. Zeigt einfach nur, wie bockstark diese Serie unter Hoeneß hier bisher ist. Andererseits München, Turin auswärts. Da ist jetzt nicht unbedingt überall ein Sieg vorprogrammiert, sage ich mal. Das könnte sich auf 5 Stück weiterentwickeln, diese Serie. Wie gesagt, da geht es um sieglos, nicht um Pleiten, sondern um Sieglos-Serie. Aber ja, ich war bei den Elfmetern, bin kurz abgekommen vom Thema, weil du kriegst halt auch nicht immer diesen Abpraller. Dieser Abpraller oder den Nachschuss, sag auch so, kriegst nicht immer den Nachschuss, wie bei Mio in Wolfsburg, wie bei Demirovic jetzt gegen Hoffenheim, perfekt von Fuß gefallen, nur Fuß hinhalten und drin. Das wirst du nicht immer kriegen, deswegen vielleicht da ein bisschen üben in der Länderspielpause oder generell mal im Training nochmal. Lass sie nochmal 15 Elfer schießen, was weiß ich denn, was da hilfreich ist. Aber wäre natürlich entspannter, wenn sie, wie es ja auch schon bewiesen wurde, Demirovic in Leverkusen zum Beispiel Elfmeterschießen, deswegen jedes Mal einen Knick reinjagen würden. Aber ey, drin ist drin, 90 plus 9, hochverdient der Punkt gegen Hoffenheim. Wie gesagt, wir haben die Thematik mit den tiefstehenden Gegnern, die schwierig werden. Während dem Spiel natürlich, ich habe die ganze Zeit die Thematik von Hoffenheim, also was die teilweise für Zeitspiel betrieben haben. Ich glaube, zwei Leute gelbe Karten bekommen, weil sie bei der eigenen Ecke Zeitspiel betrieben haben in der 45. Minute. War schon ein bisschen albern. Wie gesagt, das ist eine Taktik und wenn sie am Ende 0 zu 1 heimlaufen, sind sie noch glücklicher als sie jetzt sind mit dem 1 zu 1. Aber natürlich doch ein bisschen nervig und aus dem Stadion raus natürlich noch ein bisschen emotional. Nachher die ganze Nummer. Aber sonst würde ich sagen, gibt keinen Grund, hier ganz dick Kritik zu üben an irgendwas. Du wirst nicht immer Dortmund herspielen, nicht immer Gegner herspielen, wie Dortmund zum Beispiel. Jetzt in dem Fall hast du trotzdem kein Spiel verloren, außer gut Madrid, aber eben in der Liga vor allem kein Spiel verloren, außer das gegen Freiburg, wo es auch ganz klar war am ersten Spieltag. Sonst waren es halt keine Siege. Ne? Thema Nicht-Siegesserie, aber eben auch nicht. Niederlagenserie. Von dem her ist das alles noch völlig in Ordnung. Und ich habe den Begriff bei Twitter gelesen, bei auch einer, der so ein Fazit gemacht hat, fand ich auch schön. Handelsüblich. Ich glaube, es ist einfach wirklich ein handelsüblicher Saisonstart bei einer Mannschaft, die Zweiter wurde, die Champions League spielt, die Abgänge hatte, die sie kompensiert hat.
die einen breiteren Kader hat, der sich trotzdem noch einfinden muss, gerade vorne im Sturm so ein bisschen. Mal ist Demiric auf der Bank, mal spielt er Startelf, mal ein Undav dabei, mal ist er auf der Bank, ne, die sich ein bisschen eingrooven muss noch, der in der Abwehr sehr viele Spieler wegfallen, die immer wieder erst wieder reinkommen, die den Chase da hinten aufbieten, zum Beispiel, also wie gesagt, gar kein Negativbeispiel, er hat ein super Spiel gemacht, fand ich, gegen Hoffenheim, der hat sich halt, weiß ich, ob er es nicht durfte, aber hat sich zumindest nicht getraut, gefühlt bis zur 88. Mal irgendwie einen Offensivball oder eine Flanke nach vorne zu schlagen, aber das war Mr. Sicherheit, der war bockstark, fand ich, gegen Hoffenheim, Chase, und der ist halt so ein bisschen beschreibend dafür, ne? Hätte dir irgendwer erzählt, du spielst an Spieltag 6, war es jetzt, glaube ich, gegen Hoffenheim, und dein RV ist, ja, Stamm-RV quasi, Start-RV, Rechtsverteidiger ist Chase, hätten die meisten wahrscheinlich irgendwann im Juli, August gefragt, hä, wer ist Chase, ne? Also, das ist auch so ein bisschen, glaube ich, beschreibend dafür, und wo wir gerade ein bisschen bei Spielern waren, fand ich unabsichtlich mal ein bisschen einen schlechteren Abend erwischt. Irgendwie so einen komischen, bockigen Abend erwischt. Die Pässe kamen mich so ganz an. Hier und da mal so Kleinigkeiten, mal irgendwie einen Ellenbogen, bis er zu viel ausgefahren im Zweikampf. Aber am Ende des Tages wieder einen Elfer rausgeholt. Ne? Der schießt den Hoffenheimer da an. Klares Handspiel, Elfmeter. Und das ist natürlich immer geil. Last-Minute-Treffer sind absolut immer geil. Die machen immer Bock. Das ist auch eine ganz klare Geschichte. Und was ich da auch nochmal kurz ansprechen will, Stimmung. Weil ich gehe da nicht ganz mit, was da manche geschrieben haben, boah, war die scheiße und schlechteste Stimmung und whatever. Das war nicht die geilste Stimmung, klar, aber auch da, keine Ahnung, kann man, glaube ich, nicht erwarten, dass eine Stimmung gleich ist wie gegen Dortmund zum Beispiel. Das ist einfach nicht drin. Da war schon genug Stimmung drin, da war auch Stimmung drin, als man wieder pushen musste, nach vorne peitschen musste, Stadion mitgenommen hat. Was mir hier und da ein bisschen abgeht tatsächlich, ist zwei, dreimal vielleicht ein paar mehr Klassiker anstimmen. Wie gesagt, ich stehe da nicht vor und ich mache den Capo, deswegen will ich da gar keinem irgendwas reinreden. Das ist deren Job. Aber nur so vom Gefühl her braucht das Stadion, glaube ich, hier und da vielleicht mal ein paar mehr Klassiker. Also diese, zum Beispiel jetzt gegen Hoffenheim, wer nicht hüpft, der ist bei Dancer, gab es einmal, war richtig geil, danach halt nicht mehr. Irgendwelche, ich sag mal, kurvenspezifischen Lieder, auch, ich sag mal, für Fußball-Songs, schwierige Lieder, oder halt Lieder mit richtig Inhalt, mit Liedtext und auch kurvenspezifischem Liedtext, die sind halt für die Kurve, die sind für den Stehbereich, da machst du dann halt nicht mit. Würde ich mir hier und da noch ein bisschen mehr wünschen, dass vielleicht hier und da noch ein paar mehr Klassiker angestimmt werden, als vielleicht noch ein bisschen durchgängig geilere Stimmung. Aber wie gesagt, ich fand die jetzt auch nicht irgendwie schlimm oder sowas gegen Hoffenheim. Das fand ich teilweise ein bisschen drüber, was da geschrieben wurde. Was ich übrigens auch cool fand, das fällt mir auf, dass es immer mehr wird. Weiß nicht, ob es schon immer so war oder es mir nur jetzt ein paar Mal mehr auffällt, aber ist mir jetzt wieder ein bisschen mehr aufgefallen. Du hast wirklich so ein bisschen fast In-Game-Coaching mittlerweile in der Kurve. Der Capo immer wieder angesprochen, ey, jetzt alle mitmachen und so sieht's gerade aus und Gas geben, bla bla bla. Immer wieder anstacheln, immer wieder mal das Mikrofon nehmen und zwei, drei Sätze zum Anstimmen sagen. Finde ich gar nicht schlecht. So ein bisschen In-Game-Coaching habe ich es genannt. Das finde ich gar nicht schlecht. Das ist eigentlich eine ganz gute Idee tatsächlich. Und jetzt gehen wir in eine Pause rein. Viele Nationalspieler unterwegs, danach Bayern, danach Juve, da Shepherds komplett, haben wir Kiel, was von den Namen ein bisschen kleiner ist, danach geht es ja auch schon direkt wieder weiter mit Lautern und dann kommt irgendwann Bergamo und dann kommt noch Leverkusen, whatever. Es werden krasse Wochen, glaube ich. Jetzt erstmal durchatmen, ich glaube, die tut uns allen gut, diese Pause jetzt erstmal. Kann so ein bisschen Zwischenfazit ziehen, dass ich mittlerweile, dass ich immer noch als völlig in Ordnung sehen würde. Das Zwischenfazit stand jetzt, könnte es ein bisschen höher stehen, lass mal gegen Mainz gewinnen, lass irgendeins davon noch gewinnen, lass irgendwie Prag noch gewinnen, lass doch noch Mainz gewinnen, lass in Wolfsburg noch gewinnen, hast zwei, drei Punkte mehr, dann bist du nicht auf Platz 8, sondern auf Platz 7, 6, 5, keine Ahnung, völlig in Ordnung. Wie gesagt, handelsüblicher Saisonstart, glaube ich, nichts zu überdramatisieren. Trotzdem natürlich gibt es ein paar Themen, die ja anzusprechen sind, angesprochen wurden. Und jetzt mal gucken, was ihr so alles anspricht in den Kommentaren. Schöner Übergang an der Stelle. Ab in die Kommentare, schreibe alles rein zum Spiel, zum VfB, zum ja, Zwischenfazit, sage ich mal, jetzt mit der kurzen Länderspielpause. Danke fürs Zuschauen und natürlich wie immer gerne kostenlos Like und Abo da lassen. Ganz klar Geschichte und bis zum nächsten Mal.